Und es geht weiter mit einer Runde My Free Farm 2. Ich habe fleißig angebaut, beackert, geerntet, ausgebaut und nun muss ich schon ein paar Gebäude auf Vordermann bringen, denn mein Silo ist voll, meine Werkstatt ist voll, alles muss ich ausbauen. Und das mache ich jetzt einfach mal. Die benötigten Zutaten dafür habe ich, alles was erfordert wird. Und ich kann hier auch nicht mehr einsammeln, doch jetzt kann ich wieder, weil das was gekostet hat, aber ich müsste mal meinen Schuppen, glaube ich, auch ausbauen. Oh, da brauche ich jetzt noch ein Brett. Okay, das habe ich jetzt nicht bedacht. Woher bekomme ich denn ein Brett? Das werden wir gleich noch herausfinden. Herzlichen Glückwunsch, Level 9 erreicht. Folgende Items sind verfügbar. Okay, das waren jetzt diesmal einige. Pizza, Birne, noch irgendwelche Felder, Dekorationen, ein Baum und so weiter und so fort. Kaninchenfreund in Eisen ist meine neue Errungenschaft. Dankeschön dafür. So, dann werde ich jetzt mal eine Lieferung durchführen. Eventuell benötigt das sogar... Oh, okay, das kleine Mädchen will, dass ich zwei Lieferungen ausführe. Warum möchte die das eigentlich? Egal, dankeschön. Wen haben wir noch so? Da hoppelt sie feuchtfröhlich raus aus meiner Farm. Genau, dann würde ich mal sagen, tschüss Pipi Langstrumpf oder wer auch immer du bist. Was möchte der haben? Erweitere die Farm, werde ich gleich machen. Entferne Hindernisse und... Okay, dann schicke ich einfach mal so von mir aus eine Lieferung los, nämlich ein paar Karotten in die Stadt damit. Gleich werde ich noch was beackern, aber eventuell muss ich ja irgendwas Spezielles. Oh, baue Acker, einen Acker noch, Zwiebel, 4 Stück und 6-mal Kartoffeln. Ich habe aber richtig viele davon angebaut. Produziere Bratkartoffeln, ich habe richtig viele davon angebaut, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da nicht alle erledigt habe. So, erstmal hier 4-mal Zwiebeln. Und Moment, was habe ich noch benötigt? So, wo war die Quest? 4-mal Zwiebeln, 6-mal Kartoffeln. Und Karotten habe ich doch auch so viele. Ach, versenden. Moment, stand da versenden? Mach nochmal auf hier. Was stand da? Je mehr Fälle wir haben, desto schneller können wir abschicken. Ernte. Nö, da steht aber Ernten. Das heißt, hier habe ich 4-mal Zwiebeln. Und 5-mal, 6-mal Zwiebeln und Karotten. Mache ich das noch? So, dann, warum leuchtet das alles gerade so? Gut, die schlafen hier alle, das muss mal erledigt werden. Was haben wir hier? Das habe ich neu dazu bekommen. Bratkartoffeln. Muss ich machen, aber wo gibt es Bratkartoffeln? Das sind Cookies. Das ist ein Zwiebelbrot oder so. Dauert 10 Minuten. Wo sind denn Bratkartoffeln? Ach, in der Küche, ja klar, Mann, Moment. Dann gebe ich hier noch ein normales Brot in Auftrag. Und dass die Küche nicht schläft, was haben wir hier? Oh, ich hoffe, habe ich genügend Zutaten? Bratkartoffeln. Zutaten, Zwiebeln und Kartoffeln. Und hier, ach so, ist das eine Pizza oder ist das ein Kuchen? Egal, machen wir auch direkt mal. Ach so, kann ich nicht. Da müsste ich das Gebäude ausbauen. Soll ich die Küche ausbauen? Moment mal, vielleicht habe ich ansonsten nicht mehr genügend. Ich will ja mein Feld erweitern. Und zwar in diese Richtung, glaube ich. Genau. Ich erweitere mal und dann sehen wir uns an, ob ich danach noch genügend Ressourcen habe, um das zu machen. Nö, hätte ich mir fast gedacht, da fehlt mir jetzt eine Schraube. So, und das ist ein Hindernis. Das muss ich nun entfernen. Hindernis entfernen, um Platz zu schaffen. Warum brauche ich für so einen Baumstumpf einen Schraubendreher und Schrauben? Kann mir das jemand erklären? Eine Schaufel würde auch langen, glaube ich. Gut, das dauert jetzt 5 Minuten. Dieses Hindernis muss ich entfernen, weil ansonsten kann ich dort, glaube ich, nichts errichten. Aber der Bauer freut sich schon, denn ich habe meine Farm erweitert und ich bekomme 10 Erfahrungspunkte. Ist jetzt nicht die Welt, aber definitiv besser als nichts. Was wollte sie nochmal? Entfernen Hindernis. Genau, das mache ich ja schon. Warum leuchtet das hier? Ach so, da gibt es auch eine Gratisbelohnung. Dann löse ich mal ein. Du musst noch eine Karte umdrehen. Ach so, ich kann mir selbst eine aussuchen. Ene, Mene und du. Ja. Ha, das war, glaube ich, der Trostpreis, oder? Kann ich noch eine Oh. Je mehr Herzen du gesammelt hast, desto mehr Karten kannst du kostenlos umdrehen. Okay. So, das war alles. Ja, das heißt, ich heiße Spieletrend mit Doppel-D. Und wenn... Wo ist denn die Freundesliste?
Silvia. Hä, ich habe die Silvia auf der Freundesliste. My Free Farm 2. Hilf deinen Freunden. Gut. Ja. So kann dann später mal eine Farm aussehen. Nicht schlecht. Aber wer ist denn die Silvia und warum habe ich die? Ist die eventuell sozusagen ein Administrator oder so? Moment, da war gerade ein Rufzeichen. Da habe ich mal geholfen. Ein bisschen was bekommen. Hier kann ich ebenfalls. Da habe ich Erfahrungspunkte jetzt erhalten. Ach so. Vier kann ich noch finden. Da gibt's was. Dann habe ich da eben noch irgendwo ein Rufzeichen gesehen. Oder ist es jetzt schon verschwunden? Die Lara, eine kleine Katze, ist hier unterwegs. So, da war was. Da war was. Hier haben wir schon was. Sehr schön. Ein Stück Kuchen oder Pizza. Was auch immer von beiden. Und komm, zweimal. Hier ist einer. Und einen Maulwurf muss ich noch finden. Wo hat er sich versteckt? Komm. Wo bist du? Mach's nicht so spannend. Bin ich blind? Ich kann leider nicht noch weiter rauszoomen. Der kann doch wohl nicht hier unten sein, oder? Oder hier oben? Nö. Moment, jetzt mal ganz genau schauen. Bin ich blind? Wo ist denn der? Eventuell da irgendwo in der Ecke? Ja. Da ist der Paul. Ich bin mir sicher, man hat schon irgendwo das Rufzeichen gesehen. Aber ich bin einfach nur zu blind dafür. Hier ist er. Jawohl, alle Maulwürfe erfolgreich gefangen. Du bist ein guter Freund. Schließen. Sauber, null Maulwürfe hier. Jetzt könnte ich mit dem Pfeil zu meinem nächsten Freund wechseln, aber ich habe keine anderen Freunde. Genau. Suchen. Das heißt, wer mich hinzufügen möchte, der muss hier eingeben, Spieletrend mit Doppel-D, bitteschön. Denn das bin ich. Der mit Doppel-D bin ich. Freundschaftsanfrage schicken. Du kannst dir selbst keine Freundschaftsanfrage schicken, das ist aber schade. Dann suche ich mal nach irgendjemandem. Freunde vorschlagen. Zeig mir irgendjemanden. Oder ich gebe mal... Ach, hier sind jetzt einige. So, dann nehme ich mal jemanden. Ach so, der muss erst annehmen. Ah, okay. Aber da gibt es schon nette Belohnungen. Das heißt, da würde ich dann gerne jemanden mal hinzufügen. Gut, ich komme zurück und alles ist irgendwie erledigt. Hier mal abholen. Dann, Bratkartoffeln sind fertig. Und das alles. Jetzt muss ich mal schauen, ob das irgendwie gereicht hat. Baue Küche, produziere Bratkartoffeln 0 von 6. Nö, nicht ganz irgendwie. Moment, dann baue ich hier mal... Ach so, kann ich jetzt nicht? Beschleunigen, nein. Weiß nicht, warum da noch immer 0 von 6 steht. Ah, 1 von 6. Jetzt hat sich's aktualisiert. So, und was haben wir noch bei dieser anderen Quest? Einen Acker bauen und noch 4 Karotten ernten. 1, 2, 3, 4. So, das Ding ist noch immer nicht weg, aber ich muss noch einen Acker bauen, beziehungsweise... Die hier... Muss ich mal... Bisschen platzieren. Und zwar so rum, dass ich noch Platz für einen weiteren Acker habe, würde ich mal sagen. Genau, zwar 2500 und ich habe nicht so viel. Mann! Wo bekomme ich jetzt noch Kohle her? Muss ich hier irgendwas loswerden? Oder wie kann man ansonsten noch zu Kohle gelangen? Also mit Kohle meine ich hier Geld. Na mal schauen, eventuell bekomme ich ja irgendwo noch eine Belohnung, wenn das zum Beispiel fertig ist. Genau. Das kann ich jetzt aus dem Weg räumen. Das hat mir, glaube ich, Erfahrungspunkte gegeben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Quest ist fertig. Sehr schön, sie freut sich. Was kann ich jetzt machen? 9 mal Karotten ernten. Okay, dafür bekomme ich 2. Das ist jetzt nicht gerade die Welt, aber ich baue das nochmal an. Die auch nochmal. Moment, 1, 2, 3, 8. Müsste langen. Und ein paar Kartoffeln noch, wenn ich so viele Bratkartoffeln braten muss. Das gibt aber wenig. Ich brauche jetzt 2500. Also in Summe. Und eventuell sollte ich das mal ein bisschen anders platzieren hier, weil das ist eigentlich... Ich weiß nicht, das ist alles irgendwie nur platziert. Egal. Was haben wir denn noch so? Hier Dekorationen. Okay, das kostet auch alles. So, einiges. Ich will aber eher für meinen Acker jetzt ersparen.
Naja, wie bekomme ich hier Spiele dran mit Doppel-D? Wie bekomme ich jetzt Geld am schnellsten? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie man zu... Also nicht die einzige, außer Questbelohnungen. Dann schicke ich mal die Kartoffeln weg. So. Ach so, sehr schön. Du hast die Errungenschaft Händler in Holz erhalten. Ach so, genau. Und bei Errungenschaften bekommt man solche Belohnungen. Das heißt, jetzt habe ich 100 nochmal extra bekommen. Dann ernte ich die Karotten. Und müsste da bald durch sein. Das aktualisiert sich irgendwie erst langsam. Ernte Karotten, das müsste jetzt eigentlich fertig sein. Machen wir mal schnell Getreide. So. Hat sich das jetzt aktualisiert? Aber ich muss sowieso, genau, aktualisiert und ich muss den Acker jetzt irgendwie bauen. Dann bekomme ich wieder einen Diamanten. Jetzt habe ich zu wenig Geld. Eventuell, weil ich die ganzen Gebäude ausgebaut habe, weil das kostet ja, genau, das kostet auch immer. Ah, da war ich nicht so schlau. Silo kann man, hier sehe ich, was ich alles habe. So, Bratkartoffeln, genau. Produktwert, Erfahrungspunkt. Oh, die Dinger kann ich einschreddern sozusagen, in Erfahrungspunkte umwandeln. Hier 5 Karotten zu einem Erfahrungspunkt machen. Ja, das kann man auch mal tun, wenn man möchte. Okay, und weiter geht's mit Bratkartoffeln. Nicht genügend Rohstoffe. Ach so, aber die werden gerade hier irgendwo... Noch immer nicht? Nö, das dauert noch ein bisschen. Also, wir sehen, es wird schon langsam ein bisschen hektischer. Und hier und da und tralala. Aber ich muss jetzt definitiv noch ein paar Münzen sammeln. Denn so kann es nicht weitergehen. Ich warte jetzt also... bis die Lieferung hier wieder zurückkommt. Oder ist er schon wieder da? Und dann muss ich hier zum Beispiel ein bisschen Brot wegschicken, Getreide wegschicken und ein wenig behutsamer mit meinen Ressourcen umgehen. Hier nochmal Getreide, hier ein paar Karotten und eventuell werde ich auch noch Zwiebeln benötigen. Jo, genau. Dann mache ich in der Zwischenzeit mal... Ja... Oder? Geht das schon? Nö. Wann sind die Kartoffeln endlich fertig? Die dauern ein bisschen länger, glaube ich. Ach, jetzt, genau. Wenn man vom Teufel spricht. Jetzt muss ich das aber machen können. Genau, das heißt, ich werde jetzt ein paar Bratkartoffeln braten und die Quest erledigen und dann habe ich hoffentlich endlich 2500. Dann gibt es ja noch einen Acker und so weiter und so fort. Also, ich würde mal sagen, meine Farm wächst und gedeiht. Hier schaut mal wieder jemand vorbei und besucht mich. Aber für den 9 Freunde besuchen. Oh, das gibt aber einige Erfahrungspunkte. Dann füge ich eventuell... Ich weiß nicht. Einfach mal auf gut Glück noch mehrere Leute hinzu. Ich habe jetzt noch kein Video hochgeladen. Das heißt, ich sehe noch nicht, falls mir jemand geschrieben hat. So, hier mal verschickt. Und muss man da jedes Mal klicken? Freunde vorschlagen. Also jetzt muss ich einige Leute hinzufügen. Fügt mich hinzu. Spieletrend mit Doppel-D. Und ich glaube, ich müsste dann eine Post erhalten oder so und das annehmen. Oder eventuell einfach hier, ja genau. Hier sind meine Anfragen. Und die muss ich dann annehmen. Also. Und die Silvia, die hat jetzt ein halbes Herz. Einen füge ich noch hinzu. Und dann sehen wir uns mal an. Hoffentlich kommen da noch ein paar. Genau. Vorschlagen, klickt man drauf, dann lädt es hier oben ein bisschen, das dauert kurz. Nochmal abschicken. Na gut, dann würde ich mal sagen, für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und es geht einfach nächstes Mal weiter.